Ich bin Stefan und bin nun seit 6 Jahren bei der Firma Bauck für den Verpackungseinkauf zuständig. Und heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen, wie der aktuelle Stand ist und wie wir uns ein bisschen weiterentwickeln wollen, um 100% recyclingfähig zu werden. Dann beginnen wir zuerst mit dem Beutel, den ihr schon alle kennt. Das ist ein ganz normaler Folienverbundbeutel. Der wird hier oben und hier unten einfach versiegelt von der Anlage. Wir setzen ihn heutzutage auch noch viel ein, hauptsächlich für die ganzen Schokoprodukte, weil die einfach durchfetten und wenn es warm wird, dann könnten es zu Problemen führen, wenn wir die einfach in Papierbeutel abfüllen. Da haben wir nämlich die neue Innovation, einen siegelfähigen Papierbeutel. Den können wir hier oben und hier unten verschweißen, so wie wir das bei dem anderen Folienbeutel auch gemacht haben. Das geht aber nur für Produkte, wo dann auch Trockenfrüchte drin sind oder nur Haferflocken. Dann kommen wir zu dem Steinofengetreide. Das ist auch schon ein gelebter Beutel. Früher hatten wir hier eine Folie drin, also die ist ganz flächig oder vollflächig in dem Beutel drin gewesen. Das ist ein schon vorkonfektionierter Beutel, das sieht man hier auf dem Boden ganz gut. Und da wird von oben das Getreide eingefüllt, einmal umgefaltet, zusammengeklebt und dann ist der Beutel auch schon fertig. Wir haben aber umgestellt, dass jetzt hier innen drinne vollflächig ein Pergamin eingearbeitet wurde. Das ist auch nur ein Papier, extrem dünn ausgewalzt, ist auch fettbeständig. Das ist so dünn ausgewalzt, dass man hier auch entsprechend das Produkt dann noch dahinter sieht, also der Produktschutz gewährleistet ist und die Kunden oder ihr dann auch entsprechend seht, was ihr dann kauft, sodass wir hier zu 100% recyclingfähig werden. Das haben wir bei dem Beutel auch geschafft. Der kann so im Altpapier entsorgt werden. Bei dem aktuellen Folienverbundbeutel geht das nicht. Der kann halt in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack geworfen werden. Aber wir sind da dran, bis Anfang nächsten Jahres die ersten Beutel im Monoverbund zu produzieren, sodass wir bis Ende nächsten Jahres alle Verpackungen 100% recyclingfähig haben.